wenn das alles überhaupt keine Aussicht mehr hat, dann ziehe ich zum ersten Mal hier einen Schlüssel ab, ja, gehe damit zur Bank, lege ihn auf den Tisch und sage, euer Problem. Ich habe mich für meinen Berufsweg entschieden, ganz unabhängig von meinen Eltern. Heute treffe ich Oke. Seine Familie ist seit 100 Jahren in der Landwirtschaft und er soll den Hof übernehmen, den, auf dem ich gerade stehe. Ich finde, das ist ganz schön viel Verantwortung für einen Anfang 20-Jährigen. Und deswegen will ich heute rausfinden, wie fühlt sich Oke eigentlich damit und hat er diese Entscheidung völlig frei getroffen? Aber ganz ehrlich, Oke, mit 12, da kannst du doch nicht sicher sein, ob du mit 20 das noch willst. Eure Fragen sind natürlich wie immer mit dabei. Willkommen beim Follow Me Report. Moin. Oke? Ja. Ja. Na, wie geht's dir? So weit, so gut. Ja, dann lass uns gerne gleich loslegen. Ja, gerne. Cool. Dann los. Ich habe noch eine Jacke bekommen von Oke. Was machen wir als erstes? Wir müssten, also das heißt, wird als erstes der Kot halt von den Rindern einmal rausgeschoben, ja, damit wir dann neues Einstreu machen können. Aha. Sozusagen wie im Hotel, morgens neue Bettwäsche drauf. Das machen wir jetzt aber mit dem Trecker. Also. Ach so, ich dachte, wir schippen hier jetzt richtig. Nee, nee. Okay, ich soll fragen, ob ich fahren darf. Ja, das können wir wirklich machen, aber machen wir ja später, wenn wir zum Minimobil fahren oder so. Ein bisschen entspannter Zeit haben, ne? Was machen wir als nächstes? Wir lassen jetzt die Tiere alle wieder zurück. Sehr gut. Wir müssen einmal, dass sie sich so drehen, dass sie da weglaufen. Ah. Wem gehört der Hof eigentlich? Mein Vater und ich führen den Betrieb in der GbR zusammen. Die wandert so langsam zu mir rüber und dann in 4 bis 6 Jahren, dass er dann, ja, ich sag mal, aussteigt. Und wann habt ihr damit angefangen? Vor 2 Jahren. Also mit 22. Ja, schon sehr jung, ne? Wenn man was anfangen will, dann muss man ja jung dabei. War das für dich immer klar, dass du das machen willst? Ja, also tatsächlich. Ich bin ja nun mal hier auf dem Betrieb aufgewachsen. Vor allem mein Vater hat schon, wo ich 12 war, hat er mich gefragt hier, ob ich mir wirklich sicher bin, dass ich das übernehme. Mit 12? Ja, weil er dann nochmal diese Halle hier gebaut hat. Und hätte ich da nicht gesagt, dass ich mir sicher bin, dass ich das mal machen will, hätte er da schon aufgehört zu investieren. Aber ganz ehrlich, Oke, mit 12? Da kannst du doch nicht sicher sein, ob du mit 20 das noch willst. Na klar, wieso nicht? Das hat sich für dich nie geändert? Nee, gar nicht. Du bist hier geboren und aufgewachsen, ne? Ja, genau. Also du kennst nichts anderes? Ich kenn schon was anderes außer Lehre, ne? Okay. Und ich bin im Winter halt auch ab und zu mal auf der Baustelle, mache irgendwas anderes, weil ich halt zeitlich noch Kapazitäten frei habe. Mhm. Und somit habe ich schon, ich sag mal, ein anderes Leben kennengelernt und mir gefiel das natürlich auch gut, um 8 Uhr anzufangen und um 17 Uhr pünktlich Feierabend zu haben. Mhm. Aber ich habe immer den großen Vorteil, wenn ich sonntags mit meinen Kumpels zusammensitze, alle jaulen sie rum, oh, morgen ist Montag, morgen muss ich wieder zur Arbeit. Ja. Kenne ich nicht, überhaupt nicht. Interessiert mich überhaupt nicht. Obwohl ich Sonntagmorgen auch um 6:30 aufgestanden bin, den ganzen Tag gearbeitet habe, den ganzen Sonntag, ist hier trotzdem, ja. Wie viele Stunden arbeitest du? Mehr Erfüllung. Jetzt im Winter sind es so 10 bis 12 Stunden, sind eigentlich normal. Morgens um 8 wird angefangen und dann ist es meistens bis abends 19, 20 Uhr. Im Winter 10 bis 12 und im Sommer? Also da arbeiten wir dann auch zwischen 16 und 18 Stunden in den Spitzen. Wow, warum? Das ist dann mal 2 Wochen am Stück, weil wir da halt die Erntephasen haben. Würdest du sagen, die Landwirtschaft hier auf der Insel ist anders als auf dem Festland? Ja, definitiv. Wir haben hier auf der Insel halt ein unheimliches Problem mit den Frachtkosten. Mhm. Wir haben auf jede Tonne bis zu 30 Euro mehr Vorkosten als ein Landwirt auf dem Festland. Andererseits haben wir hier aber auch einen unheimlichen Gunststandort für die Direktvermarktung. Wir haben hier natürlich Leute, die im Urlaub, ist man immer bereit, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Weil und im super Urlaub, viele Touristen hier sind, ne? Genau. Also es hat Vor- und Nachteile. Ja. Ja. Man muss halt nur die Vorteile zu nutzen wissen. Wie nutzt ihr die? Ja, überwiegend durch einen Hofladen. Die Idee ist so gekommen, wir sind eigentlich mit dem Ackerbau und der Bullenmast echt gut gefahren. Mhm. Bis der Ackerbau halt durch die Gänse so eingebrochen ist. Mhm. Und dann mussten neue Ideen her. Okay. Und da kam dann halt der Hofladen zustande. Ich schaufel hier jetzt das alte Futter einmal raus. Mhm. Okay. Um das andere gleich ranzuschieben, kann ich wieder gehen. Danke. Gab es auch mal Momente, wo nicht sicher war, ob ihr es schafft, oder? Ja, also der Moment besteht tatsächlich immer noch. Man weiß nicht, ob man Betriebszweige erhalten kann, wie zum Beispiel jetzt den Ackerbau. Ja. Obwohl ohne den Ackerbau natürlich auch kein Futterbau möglich ist und ohne den Futterbau keine Rinderhaltung. Okay, und das ist krass. Natürlich sehr unbefriedigend. Da hier, ja, wenn man da viel Geld und Arbeit und Zeit rein investiert, möchte man nachher natürlich auch gerne irgendwas rausholen, ne? Ja klar, als Kind hast du komplett mitgearbeitet auch auf dem Hof? Ich wurde tatsächlich früh eingebunden, also
mit 10 bin ich irgendwann an die Pedalen gekommen und mit 12 konnte ich vernünftig Trecker fahren. Und ab da an ist man eigentlich eine vollwertige Arbeitskraft. Wow. In der Schule, ich hatte da sowieso irgendwann den Anschluss verloren, weil viele sich mit PlayStation und Party machen und was weiß ich alles beschäftigt haben. Und das war nie meine Welt, überhaupt nicht. Und was war deine Welt? Meine Welt war die Landwirtschaft. Ich hatte immer mit Reiten, mit Pferden zu tun, mit Kälbern, mit Rindern. Irgendwann kamen die Hühner dazu. Und natürlich Treckerfahren, das ist Highlight pur gewesen damals. Du hast nicht so viel zu tun gehabt mit deinen Klassenkameraden dann in der Schule? Nee, relativ wenig. Ich höre das auch viel von Berufskollegen, dass deren Kinder dann in der Schule oder teilweise schon im Kindergarten das ein bisschen schwieriger haben. Mit, ja, heute heißt es ja Mobbing oder Hänseln. Ich kenne das aber aus der Lehre, wenn man auf dem Betrieb wohnt, die Klamotten riechen immer. Man kann kaum mit guten Klamotten ohne Stallgeruch irgendwo hinkommen. Das finden natürlich viele lustig. Und je nachdem, wie stabil man dann ist, nimmt man sich solche Sprüche dann an oder halt nicht. Sehen wir heute eigentlich noch deine Familie? Ja, bei uns ist immer um Punkt 1 Uhr Mittagessen. Ah. Und da feiern wir natürlich nachher hin. Ja, gerne. Also wir fangen jetzt an zu streuen. Sieht gut aus, ganz friedlich alle. Ja, alle zufrieden, alle was zu fressen, alle neues Richtig Bett. Zufrieden. Also ich finde es auf jeden Fall sehr spannend bisher. Ich bin total fasziniert davon, wie viel Oke weiß. Er muss ja ständig immer wieder sich neue Geschäftsideen auch überlegen, im Grunde genommen ein neues Standbein, auch wenn ein anderes wegfällt oder droht wegzufallen. Ich finde es immer so spannend, wenn du so Leute triffst, die so eine Begeisterung für ein Thema haben. Ich verstehe nicht alles, was er sagt, aber ich bin auch begeistert. Jetzt gehen wir ausliefern. Genau, wir nehmen noch Eier mit. Mhm. Die habe ich jetzt gestern schon vorbereitet. Willst du die mitnehmen? Ja, gerne. Amrumer Eier aus Freilandhaltung. Sehr gut. Wie du mich anguckst, also, du bist voll locker. Das ist wirklich schwer. Hier sind ja auch überall Felder. Ja, das, was hier alles so schwarz ist an Ackerland, das bewirtschaften wir. Ja. Ist das direkt am Meer, das Ackerland? Ja, das geht bis dahin runter. Wir sind am Meer! Traum auf das Wetter. Das ist euer Feld. Genau, das ist unser Raps. Wie viele Felder habt ihr denn insgesamt? Um und bei 60 Felder, die wir bewirtschaften. Okay. Bergbau ist ja eigentlich die schönste Arbeit. Schön Trecker fahren, ist ganz entspannt. Aber halt sehr zeitaufwendig. Eine Frage, die ganz oft aus unserer Community kam, war, wie sieht es eigentlich mit deinem Datingleben aus? Weil ich frage mich, hast du da überhaupt noch Zeit? Also der Zeitfaktor, der hat schon öfters eine Beziehung gekillt. Und da muss ich dann aber auch knallhart sagen, das ist hier, ja, das ist mir tatsächlich wichtiger. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, Zufall. Wenn man irgendwie jemanden über den Weg läuft, dass es passt, dann, ja. Ja, also Dating-Apps sind wahrscheinlich jetzt nicht so. Nee, das ist überhaupt nicht meins. Gar nicht. Null. Machen das Leute hier? Also, ja, das ist schon? Bestimmt, aber es ist ja doof, wenn man jedes Mal wieder den Nachbarn vorgeschlagen kriegt. Das ist ja, ja. Das wird, wie machst du das? Wie lernst du dann Leute kennen? Ich selber habe ja wenig Zeit irgendwo hin. Aber wir haben halt bei uns eine ganz coole Location. Wir sind weit abseits, wir können da Lärm machen. Da kann man halt auch mal ein bisschen die Sau rauslassen. Da sind dann natürlich auch Mädels ohne Ende dabei. Und bist du aktuell in einer Beziehung? Ja, also aktuell habe ich auf jeden Fall jemanden. Darf ich fragen, wie das dann mit deiner Freundin ist? Ich verlange jetzt nicht irgendwie, dass die das mitzieht, dass sie das auch will, dass sie im Hofladen steht oder sonst irgendwas. Okay. Aber solange sie einfach Verständnis dafür hat, ist das schon gut. Und was man ja sagen muss, es gibt ja viele Möglichkeiten, wo man jemanden mitnehmen kann. Zum Beispiel Trecker fahren, jeder Trecker hat einen Beifahrersitz. Wenn du jetzt sagst, ja, du bindest dich auch fest, dann muss die Person ja eigentlich schon auch mit dir das gemeinsam machen wollen, oder? Ja, wenn sie dazu Lust hat, ist natürlich super. Und wenn nicht, dann nicht. Okay. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch schöner, wenn man abends nach Hause kommt und sich gegenseitig von einem Tag erzählen kann, als wenn man schon den ganzen Tag zusammen verbracht hat. Auf jeden Fall. Ja. Ich arbeite mit meinem Mann zusammen, deswegen. Ich glaube, es ist zu verregnend für die Linse auch. Und außerdem ist jetzt auch gleich Mittag, oder? Mal gucken, was es gibt. Hallo! Hallo! Essen ist fertig! Sie sind die Mama, ne? Genau. Guten Appetit. War das eigentlich immer für euch klar, dass Oke den Hof übernehmen soll? Er hat mit 3, mit 6, mit 9, er hat immer gesagt, ich werde Landwirt. Was sollten wir tun, ne? Ihr habt ihm das offen gelassen? Ja. Aber wir haben den Betrieb eigentlich so aufgebaut und so geplant, dass
Na, wenn ich 65 wäre, dann wären wir schuldenfrei. Denn wenn er nicht gewollt hätte, dann hätten wir die Hallen, was weiß ich, anders vermietet. Macht ihr euch manchmal vielleicht auch Sorgen, weil Oke das Geschäft jetzt übernommen hat und es ja auch zwischendurch mal schwierig läuft oder laufen kann? Bei mir kam das eigentlich erst so vor 2-3 Jahren, dass ich gedacht habe, oh je, als der Hofladen dazu kam, war es ja schon eine ganz andere Nummer und eine andere Idee und dadurch sind ja auch andere Ideen entstanden. Es läuft ja. Und solange es läuft, darf man das ja auch nicht anhalten. Und jetzt wollen wir noch mal schnell Eier holen. Wenn du willst, kannst du fahren. Okay, ist es dein Ernst, dass ich das Teil fahren kann? Ja, klar. Okay. Fährt ja nicht so schnell. Was machen eure Eltern eigentlich beruflich und könntet ihr euch vorstellen, mit ihnen zusammenzuarbeiten? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Könnt ihr mir vorstellen, als Arbeitsplatz. Lass den Fuß von der Kupplung runter. Und jetzt drückst du einfach auf den rechten Knopf. Das war cool. Oh, wow, das sind viele. Oh, krass. Ich muss eigentlich einmal gleich kontrollieren, ob alle die Füße am Boden und den Kopf nach oben haben. Ja. Gucken, ob es den Hühnern halt gut geht. Woran erkennst du, ob es ihnen gut geht? So ein Huhn hat zum Beispiel unheimlich schönen Kamm. Du siehst, dass der hier vorne noch ein bisschen roter als hier hinten. Und hier vorne zum Beispiel kann es sein, dass der Kopf manchmal ein bisschen verstopft ist, wenn die zu viel oder das Falsche gefressen haben. Ist aber auch nicht der Fall. Das ist gut im Gefieder. Ihr habt ja Eier aus Freilandhaltung, habe ich gesehen. Ja. Das ist jetzt ja nicht Freilandhaltung, oder? Nee, wir haben momentan Aufstallpflicht. Durch die Geflügelgrippe wurde uns verordnet, dass die Tiere im Stall bleiben müssen, bis die Vogelgrippe sich halt wieder beruhigt hat. Und wo sind die sonst, die Hühner? Ansonsten laufen die aus dem Mobil raus und dann über die ganze Wiese. Wie viele Eier brauchen wir? Wir nehmen jetzt einfach alle raus, die die Hühner bis jetzt gelegt haben. Okay. Das sind momentan so um die 300 Stück. Wow. Gab es denn auch mal Momente, wo du überlegt hast, einen anderen Beruf zu machen? Es gab so Momente, wo ich mir die Frage gestellt habe, ob sich das alles noch so lohnt und so rechnet und ob ich das überhaupt halten kann. Und da habe ich natürlich dann mal über irgendwelche Alternativen nachgedacht. Was für Gedanken hast du dir gemacht, was möglich wäre? Das wäre dann natürlich irgendwo ins Bauwesen zu gehen, Bagger, LKW-Fahrer, irgendwie sowas. Aber wird dir nicht so Spaß machen? Nee, das wird mich auf jeden Fall nicht so erfüllen, wie Hühner zu halten und Eier zu sammeln. Fahren wir wieder zurück mit dem Teil, ne? Ja. Danke, dass ich deinen Trecker fahren durfte. Hast du den Schlüssel abgezogen? Ja. Ach, bleibt der drin? Das macht man hier nicht mehr. Ich bereite mir noch die Bestellung für morgen vor. Ja. Dafür sacken wir jetzt noch ein paar Kartoffeln ab. Ah. Ups, und dann ist was daneben gegangen. Deine Eltern haben ja ganz klar gesagt, für sie wäre das kein Thema gewesen, wenn du was anderes gemacht hättest. War das für dich auch immer klar? Oder hattest du vielleicht auch mal als Kind das Gefühl, ein Verpflichtungsgefühl? Verpflichtung ist vielleicht das falsche Wort, aber ein Pflichtgefühl hatte ich schon irgendwie, das weiterzumachen, was meine Eltern hier aufgebaut haben. Ja. Aber immer aus freien Stücken und immer mit Freude dabei, auf jeden Fall. Hast du dich quasi damit abgefunden, dass es dann vielleicht einfach Teil deines Alltags ist, dass du immer finanzielle Sorgen zwischendurch hast? Ja, jeder Unternehmer, der investiert und der versucht, seinen Betrieb zu erhalten, hat zwischendurch mal finanzielle Sorgen, ich bin fleißig und jeden Tag dabei, deswegen denke ich, dass ich da schon wieder rauskommen werde. Wenn das alles überhaupt keine Aussicht mehr hat, dann ziehe ich zum ersten Mal hier einen Schlüssel ab, gehe damit zur Bank, leg den auf den Tisch und sag, euer Problem. Und warum ist es für dich der absolute Traumjob? Landwirtschaft ist eine Berufung, das hier, das hat man glaube ich so in eine Gene und das ist ja dieser Lob. Für die ganze Arbeit, die jetzt in diesem Sack Kartoffeln, die habe ich gepflanzt, die habe ich 5-mal in der Hand, bis die jetzt hier im Sack gelandet sind. Und morgen, wenn ich sie in den Markt bringe, dann habe ich sie ein 6. Mal in der Hand. Und dann übergebe ich ein Produkt, wo ich voll und ganz hinterstehe und was ich selber geschaffen habe. Gibt es irgendwas, was du sonst noch mal machen möchtest, wo du noch mal hin möchtest, dass du noch mal sehen möchtest? Mich reizen so Vergleiche wie zum Beispiel so eine Farm in Australien, wo dann wirklich alles XXL vorhanden ist, zu einem kleinen Dorf auf der Alm, wo da der Almöli mit seinen 5 Kühen und 2 Schweinen hockt. Das ist auch so mein größtes Ziel, den Betrieb so zu strukturieren,
dass leichter mal jemand arbeiten für mich übernehmen könnte. Ja, aber es klingt doch nach guten Plänen auf jeden Fall. Ich glaube, für dich gibt es nichts anderes als Landwirtschaft in deinem Leben. Also tatsächlich nicht. Das Gefühl habe ich heute auf jeden Fall gekriegt. Ja, mega schön. Also vielen Dank, dass du es so mit uns geteilt hast. Danke dir. Ich lasse dich, ne? Ja. Wir sind eh fertig. Ich hab das so recht. Danke dir. Okay, ciao. Es ist auf jeden Fall viel Verantwortung für Oke, gerade in dem jungen Alter. Dieses Arbeitspensum ist für mich ohne Worte, also für mich unvorstellbar. Aber den ganzen Tag, den ich mich ausgetauscht habe heute mit Oke, konnte er über nichts anderes reden als Landwirtschaft. Du merkst, er hat so eine Leidenschaft dafür, selbst wenn er überlegt, ans andere Ende der Welt zu reisen, dann um dort die Landwirtschaft zu erkunden. Also das ist wirklich seine Passion und scheint echt sein absoluter Traumjob zu sein. Was machen eure Eltern eigentlich beruflich und könntet ihr euch vorstellen, mit ihnen zusammenzuarbeiten? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Und lasst uns super gerne ein Abo da, dann gibt es jeden Mittwoch ein neues Video von uns. Ich bin ja gerade auf einer Insel und bin mit dem Schiff hierher gekommen. Mein Kollege Pablo war einen Tag mit einem Binnenschiffer unterwegs. Das Video gibt es hier. Und hier erklärt Jungwirt Philipp, warum seine Rinder kein Biosiegel haben, obwohl sie es eigentlich verdient hätten.